Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem Video, was ich euch seit fast 2 Wochen ankündige. Aber es ist da. Der erste Teil zumindest. Und ich habe heute das komplette neue Catrice-Sortiment hier vor mir liegen. Beziehungsweise habe ich mir überlegt, weil es so viele Sachen sind und ich den Produkten wirklich allem eine kleine Plattform geben möchte, werde ich das Video in 2 Teile aufteilen. Heute sehen wir den ersten Teil und am Mittwoch sehen wir den zweiten Teil. Das heißt also, falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt meinen Kanal und aktiviert die Glocke mit allen Benachrichtigungen, damit ihr das Video nicht verpasst. Denn es sind so unglaublich viele Produkte, die so spannend sind, die ich so noch nie in der Drogerie gesehen habe. Und die möchte ich euch gerne zeigen. Und dafür muss ich mir Zeit nehmen. Und ich möchte nicht, dass das Video hier 3 Stunden geht. Ich habe nur ein Gesicht. Leider oder Gott sei Dank. Je nachdem, wie man es sieht. Aber ich möchte gar keine Zeit verlieren. Ich freue mich riesig, dass ich die Produkte jetzt endlich hier habe. Catrice war so freundlich und hat sie mir alle geschickt. Aber das ist kein gesponsertes Video. Just saying, für die, die vielleicht hier neu sind oder so. Ich habe alle Produkte so bekommen. Und ich weiß und Catrice weiß und wir alle wissen, dass Drogerieneuheiten mein Baby sind. Deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir auch gleich an, Freunde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, womit ich anfangen soll, weil es liegt so viel vor mir. Ich gucke die ganze Zeit hier hin, weil es ist alles so neu und ich habe noch nichts ausprobiert und noch nichts geswatcht. Und Sortiments-Updates aus der Drogerie sind für mich immer das Highlight. Und Gott sei Dank gibt es immer 2 von jeder Marke so ungefähr. Wir fangen aber mit dem ersten Produkt an. Ich habe leider keine Preise, aber ihr kennt die Catrice-Preise. Es wird sich alles so in dem Dreh wie sonst auch immer aufhalten, denke ich. Ich habe hier als erstes das Clean ID Lip Oil mit 84% natürlichen Ingredienzien, vegan mit Avocadoöl, Wasser, Melonen, Samenöl. Das ist ein Lippenöl. Kommt einmal in so einer klaren Tube mit so einem Baby Millennial Rosa. Ich glaube, das sieht man in der Kamera nicht. Und das tragen wir uns erstmal auf. Ist ein bisschen dickflüssig. Und damit pflegen wir einfach schon mal vorab so ein bisschen unsere Lippen in der Zeit, wo wir unser Make-up machen. First Impression. Schmeckt gut, riecht gut, ist ein Lippenöl. Aber es ist schön, dass es das gibt. Lippenöle sind recht selten. Das hat eher so die Lip-Gloss-Konsistenz. Ich kann mir das sehr gut vorstellen als Alternative zum Gloss, wenn man kein Make-up oder so ein No-Make-up-Make-up macht. Einfach rauf, es sieht ein bisschen glossy aus und good to go. Weiter geht es mit Skincare. Kann man das vor der Foundation machen? Morgens und abends. Es gibt nämlich jetzt das Skincare bei Catrice. Und zwar habe ich hier einmal das Glow Booster Serum mit Vitaminkomplex. Das ist ja so ein kleines Pipettenfläschchen, wir kennen es schon. Aber dass es das in der Drogerie bei einer Make-up-Marke gibt, nicht schlecht. Genauso wie das Hydro Plump Serum. Das ist mit Hyaluronsäure und auch das, ich glaube, wir probieren lieber das. Bei dem Vitamin C weiß ich nicht, ob ich das unter Make-up testen kann. Also die Konsistenz ist sehr gelig, wie Hyaluronsäure halt einfach nun mal ist. Und das geben wir uns erstmal schön ins Gesicht und versorgen unsere Haut einfach mit Feuchtigkeit. Das ist ein ganz großer Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr mit, egal mit welcher Haut ihr zu kämpfen habt, gebt euch Hyaluronsäure in euer Gesicht. Morgens, mittags, nachts, abends, den ganzen Tag. Wir brauchen es alle. Sehr schön. Zieht schnell ein. Hyaluronsäure, super. Ich bin gespannt, wie sich Make-up drüber so ein bisschen verhält. Ich möchte aber weitermachen mit einem Primer. Ihr merkt schon, Freunde, ich knall hier richtig durch, weil es sind so viele Produkte. Und wir haben hier etwas mit Hanföl. Living. Das ist der No More Red Primer mit Hanföl, der perfekt Rötungen ausbalanciert. Ihr seht, so ein paar Rötungen habe ich. Deswegen testen wir das Ganze. Ist auch alles noch verschlossen. Na, sage mal, Freundchen. Und das ist ein klassischer grüner Primer. Ich bin gespannt, wie viel Deckkraft er hat oder wie viel Grün man am Ende sieht. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen dosieren, so wie viel man es persönlich selber gerade braucht. Ich habe wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu viel genommen. Sehe ich schon aus wie Schreck. Krass, in der Kamera sieht das viel grüner aus als im Real Life. Also, das ist ja Ziel von so einem Color Correcting Primer, dass es so ein bisschen Grün auf die Haut gibt, dass es das Rot ausgleicht. Aber wenn ich jetzt ganz weit weg gehe, sieht es noch grüner aus. Und wenn ich ganz nah rangehe, dann gleicht sich das am Ende aus. Und das ist ja auch wirklich nur ein Primer. Die Haut fühlt sich tatsächlich sehr gut an. Sie fühlt sich gut mit Feuchtigkeit versorgt und bereit für Make-up an. Es gibt keine neue Foundation, es gibt aber 2 neue Produkte für die Base. Ich habe jetzt hier einmal das Poreless Perfecting Muse. Okay, doch, das ist eine Foundation. Ich habe es jetzt hier in der Farbe 030. Das kommt in so einer Tube und ist
Eine Medium Coverage Foundation, die perfekt porenlos und eine gleichmäßige Complexion ohne Silikone auf eure Haut zaubert. Das geben wir uns einmal rauf. Ich habe den Stöpsel vorhin schon abgemacht, damit ich gucken kann, wie die Farbe passt. Und ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ne? Freunde, das ist jetzt hier First Impression. Ich nehme einfach meinen Beauty Blender. Vielleicht soll man das auch mit der Hand machen. Egal. Und wir verteilen das einfach mal. Farbe, ihr schreibt es mir bitte wieder in die Kommentare. Ich habe jetzt die Farbe 030. Es gibt viele, viele Farben. Also ich habe alle Farben auch, glaube ich, da. Die kommen natürlich irgendwie in eine Verlosung oder ich gebe sie euch irgendwie anders mal. Aber das arbeiten wir uns jetzt erstmal hier ein. Also ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall schon einen Unterschied sehen. Es ist sehr, sehr matt und es ist sehr, sehr weich gezeichnet. Das ist ganz, ganz krass. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt, aber Deckkraft ist, ja, Medium würde ich unterschreiben. Und das hat alles sehr, sehr ausgeglichen. Erinnert mich so ein bisschen an das Magic Finish von M. Asam. Ich glaube, dass man davon nicht viel braucht. Also ich glaube, dass ich viel zu viel benutzt habe. Das ist eher so ein, ich gebe es mir rauf und ich kann rausgehen, Produkt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für den Sommer sehr, sehr schön ist. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Finger. Ich mag das persönlich nicht gerne mit Fingern einarbeiten, weil ich dieses Gefühl von Produkt an meinen Fingern nicht mag. Aber durch die Wärme der Haut wird sich das Ganze ein bisschen besser mit eurer eigenen Haut vermischen. Also mit der Gesichtshaut, mit eurer eigenen Haut, als wenn ihr eine andere Hand nehmt, um eure Foundation einzuarbeiten. Okay, also mit dem Finger, ich mag das nicht. Aber mit dem Schwamm geht es auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit dem Pinsel geht. Das ist aber eher so ein schnell, zack, rauf und ich habe verschlafen. Ich kriege den Bus aber auf jeden Fall noch Foundation. Ich kann jetzt natürlich keinen Langzeittest machen, aber wir schauen uns das Ganze mal von nahem an. Okay, also ich habe mir das Ganze jetzt nochmal von nahem angeschaut. Es ist das, was ich so ein bisschen erwartet habe. Es ist halt sehr musig auf der Haut. Ich komme mit diesen Mousse-Produkten persönlich selber nicht klar. Meine Haut ist dafür einfach nicht gemacht. Was es aber getan hat, ist definitiv die Poren entfernt. Aber ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Es funktioniert bei meinem Gesicht leider gar nicht. Es kann aber auch sein, dass es mit dem Primer nicht funktioniert hat. So, jetzt könnt ihr das einmal sehen. Hier ist es so ein bisschen... Vielleicht war es aber auch einfach zu viel Produkt. Ich weiß es nicht. Also, meins ist es nicht. Ihr wisst, ich bin ehrlich mit euch. Meins ist es nicht. Ich würde das lieber abmachen. Ich probiere jetzt aber nochmal ein anderes Produkt. Das ist das Balance Hydro Spray. Das ist mit 3% Rosenwasser. Und das gebe ich mir mal so ein bisschen rüber. Einfach um das so ein bisschen wieder feuchter hinzukriegen und das alles ebenmäßiger zu machen. Vielleicht muss das Produkt auch erstmal so ein bisschen durch die Wärme der Haut sich verbinden. Aber I don't know. Ich habe auch das Gefühl, ich muss es nicht setten. Wir schauen aber gleich mal, wie es mit dem Concealer weitergeht. Und da habe ich ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass es jetzt einen neuen Concealer gibt. Den gab es auch vorab schon. Das ist der Instant Away Concealer. Ich habe auch hier viele verschiedene Farben. Ich nehme jetzt mal die dunklere, die 30. Ich habe auch die 30 in der Foundation. Vielleicht klappt das ganz gut. Und das Spannende ist, es hat hier so ein Schwämmchen. Und wir drehen jetzt mal und warten, bis das Produkt rauskommt. Okay, es kommt langsam. Okay, jetzt ist es da. Wow. Okay, ich gebe mir das einfach mal hier hin. Farbe sieht sehr gut aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu diesen... Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon ausprobiert. Ich vermute, dass es ein Light Coverage Concealer ist. Aber wir fangen mal hier an. Normalerweise mag ich diese Schwämmchen-Applikatoren bei Concealern nicht, wofür sie sehr, 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 sehr gut sind. Ist aber hier sowas, dieses punktuelle, auf der Nase ein bisschen Concealer auftragen. Hier in der Inner Corner. Also man kann damit sehr, 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 sehr präzise arbeiten. Ich nehme jetzt auch den Schwamm und arbeite das gleich mal ein und schaue mal, wie die Deckkraft ist. Der soll Feuchtigkeit spenden übrigens mit mittlerer bis aufbaubarer Deckkraft. Reduziert optisch Fältchen. Okay, Living. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen und baue hier noch mal ein bisschen auf. Also ich bin überrascht, dass er Deckkraft überhaupt hat. Das ist natürlich jetzt eher... Ein bisschen natürlicher, würde ich fast behaupten, das ganze Make-up heute. Ich bin gespannt, wie die Lidschattenpalette sind. Aber das Ganze sieht sehr, sehr clean auch aus. Also vom Packaging, ich habe euch ja schon so ein paar gezeigt. Ihr werdet auch noch ein paar sehen und auch beim nächsten Mal. Diese Clean-ID-Reihe
bekommt einen sehr, sehr großen Platz im Sortiment. Das finde ich super. Es ist teilweise Mikroplastik, also auf vielen Produkten steht drauf Mikroplastik frei, frei von künstlichen Zusätzen. Das finde ich sehr, sehr gut, dass es diesen Platz jetzt in der Drogerie für Produkte gibt und Catrice da so ein bisschen Vorreiter ist. Okay, jetzt kommt also wirklich auch gut Produkt raus. Ich weiß nicht, wie lange der halten wird. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber er gibt auf jeden Fall Produkt ab. Das Ganze blende ich mir jetzt hier einfach nochmal ein und baue das hier so ein bisschen auf. Und das sieht unterm Auge sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, in Kombination mit einer richtigen Foundation würde das Ganze auch noch schöner aussehen. Ihr seht, also die Stirn sieht sehr, sehr matt aus und so ein bisschen ungleichmäßig. Unter den Augen sieht es aber sehr schön mit Feuchtigkeit versorgt aus. Das gefällt mir super. Wir setten das Ganze jetzt trotzdem, damit es einfach nicht verrutscht. Und da gibt es hier das 5-in-1 Setting Powder. Ich glaube, das ist so eine Erweiterung von dem Tensational Produkt. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr hochwertig wieder aus. Also es ist nicht dieses super, super billige Packaging, sondern es fühlt sich schon recht schwer an. Das ist ein Mattifying Wasserfest, ein Schweißfest, ein fixierendes und ein Lichtschutzfaktorpuder. Hat alles mit drin. Ich habe es jetzt hier in der Farbe 010 transparent. Ich gehe jetzt nochmal hier unter meine Augen. Nehme Produkt ab, es hat fast gar kein Kickback und sette damit so ein bisschen unter meinen Augen alles. Okay, und jetzt könnt ihr sehen, die Deckkraft ist nicht wirklich hoch, ne? Also das hat, mir reicht es nicht von der Deckkraft. Jetzt, das Ergebnis sieht man immer, finde ich, wenn man settet. Und ihr könnt sehen, es sieht noch ein bisschen müde aus heute. Aber ich bin auch noch sehr müde. Es gibt für die Base gibt's keine anderen Produkte mehr. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal einen Blush aus einer vorherigen Catrice-Edition. Auch einer meiner absoluten Favorite Blushes. Das ist die Farbe Dolce Vita. Okay, es war sehr viel Blush. Wow, ich wusste nicht, wie pigmentiert er ist mehr. Auch einen Bronzer habe ich hier nicht. Es gab aber neulich im letzten Update diesen Clean ID Bronzer. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen mit dem Rest drüber, um das so ein bisschen zu vermischen. Und mache weiter mit Augenbrauen. Auch bei den Augenbrauen gab es super, super viele Produkte. Ich habe mich jetzt für das heutige Video für die Augenbrauenpalette entschieden. Das ist die Professional Brow Palette, mit zwei Highlightern, einem Wachs und sechs verschiedenen Pudertönen. Sieht einmal so aus. Finde ich richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an High-End-Produkte, dass wir einfach eine gute Auswahl haben. Auch hier gibt es zwei Farben. Ich habe jetzt hier einmal die 020. Und die 010, die ist ein bisschen heller und man kann halt wirklich schöne Ombre-Brows machen. Hier ist Taupe, Ash und Soft Brown. Und in der, die ich jetzt, glaube ich, benutze, in der 020, sind Auburn, Brown und Dark Ash. Also von einem mittleren Braun bis Schwarz tatsächlich alles mit dabei. Ich mache einmal die Folie ab, so könnt ihr es nochmal von innen sehen. So sehen die Farben einmal aus. Auch hier bin ich echt gespannt. Ich habe Ewigkeiten keine Augenbrauenpalette mehr benutzt. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt in der Kamera, aber es creased. Oh nein. Aber ich glaube, es liegt an diesem Mousse-Ding. Das sieht hier ganz, ganz furchtbar aus, leider. Ich gehe jetzt einmal hier mit so einem Spoolie kurz durch meine Augenbrauen durch und nehme mir dann ein Augenbrauen. Bürstchen und fange in der Farbe Brown an, in der helleren, und gebe mir die hier in den vorderen Bereich. She's pigmented. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Augenbrauen macht. Benutzt ihr Puder? Benutzt ihr einen Stift? Benutzt ihr eine Pomade? Es ist nämlich alles in diesem Update wirklich mit dabei. Wir haben vom Puder bis zur Pomade alle da. Und für hinten gehe ich in den dunkleren Bereich und male mir das hier hinten aus. Also die Base, Freunde, glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Okay, ich habe zwei neue Lidschattenpaletten hier. Es gibt, glaube ich, insgesamt vier. Ich möchte heute aber die Pro Slim Eyeshadow Palette testen. Ich habe sie einmal in dem Style Next Gen Nudes und die sieht einmal so aus und hat auch wieder hier diese folierten Shimmer-Shades mit drin. Die ist eher so ein bisschen schlichter, ein bisschen ruhiger, also Nude-Palette. Und dann eine, die fand ich ganz spannend. Das ist die Neon Earth Palette. Sieht einmal so aus. Und davon oder damit schminken wir jetzt etwas Schönes. Es gibt auch noch Liquid Shadows. Es gibt alles. Ich weiß, ich bin ehrlich gesagt total überfordert, was ich schminken möchte. Deswegen entscheide ich mich jetzt heute für diese Palette.
einfach um zu schauen, wie sind die Farben, damit ich euch schon mal so ein kleines Update geben kann. Es gibt auch in dem Update, finde ich auch ganz spannend, hier diese Eyepatches, die man sich hier ran machen kann, damit man eine super scharfe Kante hat. Auch hier, ich habe den Preis leider nicht, der Style 010 Shape Tape. Wir fangen jetzt einfach mal an, was Kleines zu schminken, Freunde. Ich nehme einfach einen Pinsel, gehe in die Farbe Big Bang, das ist dieses schöne Rot, hat gar kein Kickback. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ist euch mal aufgefallen, wie krass die Lidschatten von Essence und Catrice geworden sind? Innerhalb der letzten 2 Jahre hat das so einen Schub gemacht, das ist unglaublich. Ihr seht ja, wie schnell ich hier dieses Pigment auf mein Auge kriege. Das ist ein schönes Rot, so ein bisschen Backstein. Und das blende ich hier schon mal ganz leicht aus mit dem Pinsel, den ich jetzt auch hierfür benutzt habe. Und das geht sogar. Also ich blende ja jetzt hier nur den Übergang so ein bisschen an. Mache den Pinsel ein bisschen sauber und gehe in die Farbe Heatwave. Das ist so ein schönes Orange hier. Und das setze ich mich hier mit rein und blende das in das Rot rein. Und weiß nicht, ob ihr den Unterschied in der Kamera erkennen könnt. Okay, richtig pigmentiert. Ich blende jetzt einfach hier das Orange nach oben wirklich aus, weil ich nicht weiß, wo ich mit dem Pigment hin soll. Krass. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe hier diese Mousse. Ich habe da einfach diese Mousse. Und das verschiebt sich. Ich hätte das setten müssen. Das war mal jetzt mein Fehler, Freunde. Seht ihr das? Ich verschiebe das immer hin und her, diese Mousse darunter. Oh nein. Aber ihr seht ja, wie krass pigmentiert die sind. Hi, mein Name ist Maxim und ich habe vergessen, wie ich Lidschatten verblende. Wir gehen da jetzt einfach so drüber hinweg. Und jetzt nehme ich meinen Finger und gehe in die Farbe Gold. Und das hat hier auch wieder so ein paar Reflexe mit drin. Und das presse ich mir hier einfach auf mein bewegliches Lid. Ich liebe diese Metallic Shades, die so ein bisschen... ja, verspielter sind. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber es hat so ganz leichte rosa Reflexe mit drin. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Das sind wirklich die krassesten Farben von Catrice mit. Also die Matt sind auch mega, aber ich liebe diesen Duochrome-Shimmer, Multi-Shimmer-Effekt. Ich verdunkel das Ganze nochmal mit der Farbe Eclipse hier außen. Alter, was ist da los? Seht ihr das? Ich bin ganz leicht reingegangen und es kommt einfach immer mehr Pigment drauf. Okay, Freunde, ich bin gerade so ein bisschen überfordert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also ich weiß, die Lidschatten von Catrice sind mit die besten in der Drogerie, finde ich. Aber ihr seht ja, ich habe damit nicht gerechnet. Also ich habe weder mit dem Rot gerechnet, dass es so krass ist, noch jetzt hier mit diesem dunklen Ton. Und ich kann es Gott sei Dank ausblenden. Die ersten Farben sind so ein bisschen fleckig geworden aufgrund von dieser Base, die ich da benutzt habe. Dieser Mousse, das war nichts. Aber das ist ultra hart. Wir ziehen einen Eyeliner, Freunde. Wir sind ja jetzt Profis da drin und das kaschiert das Ganze wieder so ein bisschen. Es gibt hier den Brush Ink Water Liner in Waterproof. Der hat über 270 Härchen mit hoher Präzision und leicht zu kontrollieren. Das finden wir heraus, Freunde. So, ich habe euch jetzt noch mal ein Stückchen rausgenommen. Ich glaube, ich weiß, was mich stört jetzt an dem gesamten Make-up. Durch die Base sieht alles sehr, sehr ungleichmäßig aus. Also, meine Augen drunter sehen aus, als hätte ich keinen Concealer benutzt und die Haut gefällt mir absolut nicht. Und dadurch, dass ich diese Mousse auf mein Lid gemacht habe, sieht auch der Lidschatten schwierig aus. Aber das liegt an der Mousse. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich das abschminke und neu schminke. Aber wir probieren jetzt den Eyeliner erstmal aus. Der kommt in so ein klassischer Eyeliner und wir machen mal. Okay, mega. Schnell, einfach, boom. Drauf. Ist euch mal aufgefallen, wie casual ich hier mittlerweile meine Eyeliner ziehe? Ob sie gleichmäßig sind oder nicht, ist eine andere Geschichte. Freunde, ich bin gerade todtraurig, ne? Ich dachte, ich knall euch jetzt hier mit dem krassesten Make-up weg, aber es ist nicht die Schuld von den Produkten. Also außer von diesem Produkt hier. Der Rest? Wow! Ich mache weiter mit Mascara. Und da gibt es
aus der Clean ID die Volume und Lengthening Mascara. Die ist vegan, ist frei von Mikroplastik, ohne künstlichen Duftstoffen, ohne Silikone und ohne Öl. Und das Bürstchen sieht einmal so aus. Die Catrice Mascaren sind auch einfach wirklich gut. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ihr seht jetzt natürlich nicht so viel durch den Eyeliner. Ich habe mir das Ganze jetzt von nahem einmal angeschaut. Das ist ein sehr, sehr natürliches Schwarz. Es macht einfach eure Wimpern schwarz und intensiv. Also es ist jetzt nicht so dieses Ultra-Boom, sondern es ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Also das ist für mich, glaube ich, so eine Mascara für den Alltag, die nicht so verklumpt, die nicht so ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr könnt jetzt nicht so viel mit dem Eyeliner sehen. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Lidschatten machen soll, Freunde. Das tut mir so leid. Egal. Wir machen noch das andere Produkt. Und das ist ein Lippenstift. Auch hier gibt es, glaube ich, 20 verschiedene Lippenstifte gefühlt neu. Ich habe jetzt hier die Farbe 020 im Full Satin. Sieht einmal so aus. Eine richtig schöne Farbe. Es gibt von Nude bis Dunkel bis Berry alles. Das ist eine richtig schöne Farbe. Sie sieht einfach 1:1 aus wie meine Lippenfarbe. Ich habe sie euch hier auch nochmal kurz geswatcht. Auch in Kombination mit diesem Lippenöl. Okay, Freunde. Ich glaube, ich gehe nochmal hier mit dem Clean ID Eye Pencil an meine Wasserlinie, um die so ein bisschen zu intensivieren. Voll gut. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Ausdruck. Das ist die Farbe Truly Black. 99% natürliche Ingredienzen und vegan. Gefällt mir sehr, sehr gut. Macht das Ganze nochmal so ein bisschen mystischer. Freunde, das war's für den ersten Teil. Ich bin... Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Das Mousse hat es für mich, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht. Und zwar dann den Auftrag der anderen Produkte. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, wie ich das nächste Video machen soll. Die Produkte, die ich dann benutzt habe. Mega! Mega! Die Lidschattenpalette hat so viel Bums hinter und ließ sich auch erst verblenden. Aber sobald ich zu fest gedrückt habe, hatte sich so ein bisschen diese Mousse verschmiert. Der Augenbrauenstift, Hammer. Der Eyeliner, richtig, richtig gut. Ich meine, ihr wisst, wie lange ich Eyeliner ziehen kann. In 2 Wochen. Das Setting-Puder, cool. Es ging super einfach, super schnell. Einfach mal schnell drüber. Ich kann mir auch vorstellen, dass man damit einfach so einen Beauty-Blender einfach mal zwischendurch so rübergehen kann. Und das Ganze so ein bisschen settet. Concealer, von der Textur her, mega. Für mich, von der Deckkraft, nicht ausreichend. Die Hyaluronsäure, cool, dass es das jetzt gibt. Das Balance Spray, es riecht göttlich. Die Augenbrauenpalette, Hammer. Ihr seht, es sieht nicht so aus, als wäre ich begeistert. Ich bin es tatsächlich, aber außer von der Mousse. Der Rest, ihr habt es gesehen, funktioniert sehr gut. Ich bin gespannt, wie das zweite Video am Mittwoch wird. Freunde, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.